Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Wochenvlog von mir. Mal wieder. Ich habe schon mehrere Male wieder angefangen zu vloggen, aber irgendwie ist es nie was draus geworden. Ich habe es mal wieder sein lassen, weil ich habe es vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss man wirklich wieder lernen, wieder regelmäßig zu vloggen, weil das vergisst man einfach schnell. Und ich habe jetzt heute nochmal den Willen gefasst, wieder anzufangen und jetzt will ich es eigentlich wirklich durchziehen. Ich hoffe, ich schaff's. Ich habe mich eben gerade fertig gemacht, wie man sieht, und gehe jetzt gleich mit meinen Freundinnen in die Shisha-Bar. In Bielefeld, dort haben wir reserviert, weil wir die letzten Mal immer so ein Pech hatten. Und es war immer super voll und alles und deswegen haben wir diesmal reserviert. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, da hinten seht ihr mal wieder noch Frittete. Ja, jetzt da unten. Und hier ist übrigens der kleine Ramses. Den kennt ihr noch nicht. Aber dazu erzähle ich euch wann anders noch was. Das ist mein kleiner Kater. Der ist ein bisschen älter. Den habe ich im Juli gekauft. Das dürftet ihr eigentlich noch nicht wissen. Und genau. Jetzt mache ich mich auf jeden Fall fertig für die... ja, gut, ich ziehe mich noch eine Jacke an. Und dann geht's los zur Shisha-Bar. Und dann nehme ich euch dann nochmal ganz kurz mit. Bis dann. Hallöchen zusammen! Gestern habe ich nicht wirklich gebloggt. Warte ich mal nochmal, doch ein bisschen leiser. Gestern habe ich nicht so wirklich gebloggt. Nur kurz, wie ich bei KFC war. Wir waren nämlich schwimmen ganz spontan. Und dann war ja das Super Bowl. Das habt ihr gesehen, dass ich das geguckt habe. Leider hatten die Chiefs gewonnen. Ich mag Patrick Mahomes einfach nicht. Deswegen mag ich die Chiefs nicht so gerne. Obwohl ich KFC zum Beispiel. Ja, total cool finde. Und oh. Aber war ein spannendes Spiel, hat mir gefallen. Die Halftime-Show, ja, naja, Shakira hat halt reingeschissen. Aber sonst war es okay. Ja, jetzt geht's zum Essen. Also ich gönne mir jetzt gleich ein Schnitzel oder sowas mal gucken. Wollte ich euch nur kurz mitnehmen, damit ich nicht wieder vergesse, immer zu vloggen. Kennt man ja inzwischen von mir. Hallöchen, heute ist Mittwoch und ich habe mich jetzt gerade ganz leicht fertig gemacht und werde jetzt gleich erstmal zur Post fahren, denn ich muss hier noch was wegbringen, zwei Briefe. Einmal für meinen Bausparvertrag, dass ich da irgendwie eine Zulage bekomme. Und dann habe ich gerade einen Highlighter verkauft und den muss ich dann halt jetzt gleich wegschicken. Genau, und ich muss gleich zum Betriebsrat. Deswegen habe ich mich fertig gemacht. Und es fängt nämlich um 14 Uhr an und damit ich pünktlich bei der Sitzung bin, fahre ich dann jetzt gleich mal los. Ja, mehr wollte ich noch nicht erzählen. Ich weiß auch noch gar nicht, was heute sonst noch ansteht. Wie gesagt, ich muss noch zur Post. Ich muss noch ein paar Telefonate wahrscheinlich heute noch führen. Und dann wollte ich noch ein bisschen aufräumen, weil die Küche dort hinten sieht noch nicht so ordentlich aus. Da könnte ich noch ein bisschen was machen. Und jetzt fahre ich aber erstmal los. So, ich bin jetzt zu Hause wieder. Schon eine Zeit, aber ich habe noch gekocht. Und zwar habe ich hier so eine... Man beachte gleich mal bitte nicht das Chaos. Ich werde jetzt aufräumen in der Küche. Aber ich habe hier so ein kleines Süppchen, so eine Käselauchsuppe gerade gemacht. Ich werde jetzt noch die Küche aufräumen. Und ich muss unbedingt zum Zahnarzt. Ich habe so Schmerzen. Und zwar, glaube ich, kriege ich da noch einen Weisheitszahn, wenn ich mich nicht täusche. Und es tut echt schweineweh. Deswegen, ich muss eh noch dieses Jahr zum Zahnarzt, so Kontrolle für mein Checkheft. Aber muss ich unbedingt gucken, weil es tut echt mega weh. Ich habe schon zwei raus. Ich weiß aber nicht, ob die beide unten waren. Ich war irgendwie schon der Meinung, die waren beiden unten. Aber tut weh. Ich denke,
Das ist auf jeden Fall das Zahnfleisch. Ich habe da mal so dran rumgedrückt. Das ist am Zahnfleisch ganz hinten. Ich schätze, weißer Zahn, aber mal schauen. Ja, jetzt gucke ich gerade so ein paar YouTube-Videos. Aber, also als ich gerade gegessen habe, ich habe jetzt gerade meine Suppe ein bisschen gegessen. Und gucke mal. Hallo Nofretete, hallo Ramses. ja, und jetzt wollte ich, wie gesagt, noch die Küche weiter aufräumen und so. Muss ja nun mal auch mal gemacht werden. Und ich wünschte, es wäre jetzt Wochenende. Also eigentlich nur, weil ich am Wochenende endlich auf ein Konzert bin, wo ich mich schon ewig drauf freue. Das habe ich zu Weihnachten gekriegt. Da fahre ich mit Jana hin, und zwar zum Five Finger Death Punch Konzert. Und ich freue mich schon so sehr, sehr. Ich bin richtig aufgeregt. Ich glaube, es wird eines der besten Konzerte. Ich kann es kaum erwarten. Und ich glaube, es wird sehr, 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 sehr schön. Da werde ich euch natürlich auch vielleicht, ich denke, ich nehme euch da mit. Genau. So viel dazu. Jetzt muss ich mich auch ranmachen. Dann filme ich wahrscheinlich erst morgen oder übermorgen wieder. So. Ich sitze gerade im Auto, wie ihr seht. Habe mich jetzt nicht fertig gemacht. Das mache ich nämlich später. Jetzt geht es, es ist übrigens Samstag, und jetzt geht es gleich zu Ichiban. Wir gehen da diesmal nachmittags hin. Beziehungsweise vormittags. Um 12 haben wir reserviert. Ist erstens günstiger, und ich muss ja heute zum Konzert. Und damit ich mich gleich noch in Ruhe schminken kann, fertig machen kann und alles, treffen wir uns da jetzt recht früh. Genau. Und dann geht es heute abends aufs Konzert. Also heute ein perfekter Tag mit dem perfekten Essen. Und dann perfekter Abschluss auf dem perfekten Konzert mit der perfekten Band. Ja. Ich freue mich. Bin schon richtig aufgeregt. Der Tag wird heute richtig geil werden. Und ja, ich fahre jetzt mal los. Außerdem ist es kalt im Auto. Muss mal Heizung anmachen. Hallöchen zusammen, ich bin ready und jetzt geht's gleich zum Konzert. Ich freue mich, ich hole jetzt meine Freundin ab. Ja, und dann kann's losgehen. Ich bin schon aufgeregt. Wir sind in Oberhausen, wir müssen ungefähr 1,5 Stunden dann fahren von da, wo ich meine Freundin abhole. Läuft, ist jetzt 17 Uhr, ich fahre jetzt los zu meiner Freundin. Yay. Und ich werde euch ein bisschen was einblenden, das werde ich natürlich mit Handy filmen, aber ich werde auf jeden Fall was reinschneiden. Hallöchen zusammen. Heute ist Dienstag, nicht Montag. Dienstag, und ich hocke hier gerade auf dem Boden, weil ich habe gerade Paket zugeschickt bekommen. Also ich habe mir einmal was bestellt gehabt, und zwar von Hunkemöller ein Bikini jetzt für den Urlaub, wo ich Sonntag hinfliege. Weil ich habe eigentlich so gut wie alle meine Bikinis aussortiert, weil sie irgendwie zu klein waren oder mir nicht gefallen haben. Und habe jetzt noch einen eigentlich. Hatte noch einen. Den hatte ich jetzt hier auf dem Wohnzimmertisch gelegen. Meine Katzen haben ihn angeknabbert. Super. Wundert euch nicht. Mein Auge ist hier ein bisschen im Arsch. Ich habe so ein Gerstenkorn oder so. Tut schweineweh. Naja. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt einen neuen Bikini bestellt gehabt. Und der ist auch echt schön. Gefällt mir, dann recht schlicht eigentlich. Schwarz. Und den werde ich mit in den Urlaub nehmen. Ich hatte mir 2 verschiedene Größen bestellt. Deswegen muss ich noch was zurückschicken davon. Und was ich noch bekommen habe. Ich habe etwas zugeschickt bekommen zum Testen. Und zwar das hier. Schwer. Specialty von Nestle. Ja, halt eine Teemaschine. Die werde ich nachher mal auspacken, irgendwie anschließen. Ich muss allerdings noch warten. Und zwar kriege ich den Tee noch extra. Den musste ich mir jetzt erst mit einem Rabattcode noch bestellen. Also der ist dann auch umsonst. Keine Ahnung, warum der dann nicht einfach schon dazu gepackt wurde. Das verstehe ich halt nicht so ganz. Aber den habe ich mir jetzt bestellt. Der wird dann wohl auch in den nächsten Tagen kommen. Und dann kann ich endlich mal diese Teemaschine ausprobieren. Ich freue mich. Also eine coole Sache. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt selber so unbedingt gekauft hätte. Aber ich teste das jetzt gerne mal und bin gespannt drauf, wie das so ist. Weil normalerweise kosten die Maschinen, glaube ich, auch um die 100 Euro, wenn man die jetzt nicht so bekommt. Und falls ihr Interesse habt, habe ich hier noch Rabattcodes. Entweder falls ihr die Maschine schon habt, dass ihr 5 Tees 20% günstiger bekommt. Also Teepackung, da sind immer 10 Kapseln drin. Und habe ich hier noch so einen Code, wo ihr 5 Packungen Tee bekommt und die Maschine und 2 Tassen dazu. Und das scheinbar für 39 Euro statt 99 Euro. Und die 2 Tassen halt noch kostenlos obendrauf. Also wenn ihr Interesse habt, sagt mir Bescheid. Ich gebe euch gerne den Code durch. Beziehungsweise kann ich euch den auch einfach hier mal reinhalten, weil es ist überall derselbe. Fokussiere bitte. Hallo?
Da unten seht ihr den Code. Also einmal Screenshot oder so. Das ist der Code, womit ihr es bestellen könnt. Da unten, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, steht zwar drauf, dass es nicht mehr gültig ist. Die sind aber noch gültig. Also die funktionieren noch, wenn ihr die eingibt. Genau. Ich glaube, jetzt noch ungefähr einen Monat. Also wenn ihr das wollt, dann könnt ihr nicht zu lange überlegen. Ich werde, denke ich mal, in den nächsten Videos noch ein bisschen berichten, ob ich den jetzt cool finde, ob sich das lohnt oder nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und werde es dann, sobald die Tees kommen, ausprobieren. Ich hoffe, die kommen dann noch so, dass ich es ein bisschen vorher schon vor meinem Urlaub testen kann. Und dann berichte ich euch natürlich wieder. Ja, jetzt, meine Haare sehen auch noch voll chaotisch aus. Bin eben erst aufgestanden. Ja, was wollte ich jetzt kurz erzählen? Es ist jetzt gerade momentan so stürmisch hier. Bei mir ist einfach der Sonnenschirm weggeflogen. Also nicht richtig weggeflogen, sondern so ins Gebüsch. Also den habe ich jetzt da beschwert mit noch ein paar Terrassenfliesen, die ich da noch hatte. Weil der war eigentlich schon beschwert, aber ist trotzdem weggeflogen. Und mein Gewächshaus ist, glaube ich, auch kaputt. Keine Ahnung. Ist super stürmisch. Ich hasse das. Ich kann dann einfach nicht mehr schlafen. Ich wache immer um 6 Uhr auf oder so, weil es einfach so stürmisch ist und ich irgendwie die ganze Zeit Schiss habe, dass irgendwie was voll weit wegfliegt oder irgendwas passiert oder so. Ich hasse es. Naja, ich hoffe, es wird jetzt die Tage besser. Vor allem Sonntag, wenn ich fliege, weil da habe ich ein bisschen Angst im Flugzeug, wenn das dann so stürmisch ist. Naja, ich lasse mich überraschen. Ich wollte euch eigentlich gerade nur von den, vor allem von der Teesache hier erzählen, dass ich das bekommen habe. Und überlege gerade, ob ich noch irgendwas sagen will. Ich glaube, ich beende nämlich diesen Vlog dann auch. Und fange dann erst mit dem nächsten wieder an, wenn ich in Urlaub fliege, denke ich. Also vielleicht auch schon beim Koffer packen. Ich weiß es noch nicht. Aber erstmal beende ich diesen Vlog, dass der noch vor meinem Urlaub online kommt. Genau. Und dann werde ich den jetzt die Tage schneiden. Heute oder morgen noch. Mal gucken. Und dann lade ich den auch schon hoch. Gab es endlich mal wieder einen Vlog von mir. Und ich habe eigentlich wieder richtig Bock drauf. Guten Tag. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dann.